Genau. Einer von vorne, einer von hinten. Vorne, einer von hinten. Wenn du dein Bunder so von 1 bis 10 bewerten würdest, was für ein Scale würdest du geben? 7. 7? Boah, das ist schon mad. Ich sag ehrlich. Mindestens eine 8 sollte schon ehrlich sein. Okay. 7,5. 7,5? 7,5, da runden wir auf 8 auf. Aufgerundet Matheunterricht. Auf süß, Rieso. Hast du gesehen? Ich hab schon gesehen. Darf ich dippen? Ey, scheiße, Mann. Ey, ich sag ehrlich, mit meinem Zwillingsbruder, ich fühl mich zu confident, ich sag ehrlich. Ich weiß ja nicht, was rausgekommen ist oder so, aber ja. Merk schon. Ey, gib mir diese Energie, weißt du? Deswegen. Scheiße, Mann. Oh, ich liebe dich. Er sagt, darf ich dippen? Was? Du Gottloser. Oder halt, so wie kennst du nicht mehr, Bro. Bro, bei Chicken Nuggets und so, ja. Chicken Nuggets. Süß-Sauersoße. Leute, was geht? Heute gibt es die Fortsetzung. Falls ihr das Video auf dem Zweitkanal nicht gesehen habt, ganz oben in der Beschreibung, kommt ihr zu meinem Simi-Kanal, abonniert den unbedingt, denn da kommen immer die Fortsetzungen. Und heute werde ich Katie, meinen Zwillingsbruder, endlich vorstellen, weil sie beim letzten Mal dachte, dass sie mit ihm zockt, aber ich habe sie quasi für ihn geklärt. Aber dann hat sie einfach gecheckt, dass ich das bin. Und sie glaubt mir nicht, dass ich einen Zwillingsbruder habe. Aber dann ist er am Ende gejoint. Und heute kommt er jetzt nochmal dazu. Ganz wichtig, Abo und Like nicht vergessen für tägliche Videos. Und noch viel wichtiger, wenn ihr die Chance haben wollt, von mir geaddet zu werden, denn ich sehe jeden Epic Games Namen, der mein Creator-Code Aua einträgt, so dann trägt ihn auf Ehre ein. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, ich hole jetzt meinen Zwillingsbruder dazu und dann wird es extrem witzig. Schau, er hat sogar selbe Skin wie ich. Katie, du dachtest, ich mach Spaß. Hier. Hey, Katie, was geht, Shorty? Jo. Boah, das hat sich sogar rein. Ich sag ehrlich, also, keine Ahnung. Fortnite siehst du einfach noch besser aus als in echt. Ehrlich. Ehrlich, so alles gut gemeint. Bruder, mach mal erstmal bereit, Bruder. Bevor du dich hier weiter noch reinreitest. Du hast schon bereit gemacht. Ich mach bereit. Ohne diese. Bruder, schau mal, das Ding ist, du meintest ja, ich soll für dich mit dir zocken, weil wir sind so Zwillingsbrüder, wir sehen gleich aus und so. Bruder, ich brauch dich nicht, alles gut. Warum? Weißt du, Bruder, die denkt jetzt irgendwie, dass wir voll die Weirdos sind und so. Bruder, die denkt einfach so, dass du dich nicht getraut hast und so. Bruder, red mal ein bisschen mit dir. Was? Ja. Ich hätte mich alles getraut. Guck mal. Bruder, mach mal du jetzt mit deinen Girls. Ich sag ehrlich, eigentlich, ich würde jetzt nach Nummer fragen, aber die brauche ich eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Die will mir eh geben, vertrau mir. So nach dem Talk mit mir, die gibt schon. Vertrau, oder, Katie? Sag mal ehrlich. Will ich schon. Naja, ich dachte, du bist eigentlich schüchtern, also. Na, ich schon schüchtern. Ich bitte dich, hä? Wer hat dir sowas erzählt? Wer hat dir sowas erzählt, Katie? Wer hat dir sowas erzählt, Katie? Dein Zwillingsbruder? Yo! Also. Nein. Yo! Ich hab nichts erzählt. Nein. Yo! Ich bin nicht schüchtern. Ich bin nicht schüchtern. Auf Ernst, ich bin nicht schüchtern. Hast du schon in Entropia reingehört? Also von Travis Scott, sein neues Album? Nein. Dieses ein Lied, Vertrau mir, Love, das habe ich direkt gespürt. Jetzt, wo wir Fortnite Lobby, ich sag dir ehrlich, boah, diese Connection, ich sag dir ehrlich, das ist heftig. Spürst du das nicht? Durch Fortnite. Ja, durch Fortnite? Weiß ich nicht doch, so. Also. Ich hab dir doch geschrieben. Hast du nicht gesehen? Ist jetzt ein bisschen komisch, also. Was findest du denn komisch? Achso, ja, die ganze Situation, ja. Ja, ja so. Ja, weil ich davor mit dir gezockt habe und mich als dich ausgegeben habe. Aber so weißt du es doch. Sie hat es rausbekommen. Ja, Bruder, hab ich doch gesagt. Das ist ja das Unangenehme. Wollen wir einfach das vergessen so? Wie einfach vergessen ist. Vergiss einfach, was passiert ist. Vergiss einfach so. Das war. Ich weiß nicht. Ich brauche jetzt das? Mal eine Erklärung, also. Ich verstehe das jetzt nicht so. Du musst so verstehen, mein Zwillingsbruder, wir ticken gleich. Deswegen, das war eigentlich wie als hättest du mit mir geschrieben, weißt du? Ja, habe ich ja auch gesagt. Ja, genau. Verstehst du? Verstehst du? Ja, okay. Naja. Wie, naja? Eine zweite Chance kann man ja geben, so. Ja, eine dritte nicht, oder? Nein. Aber okay, war ja erst die zweite, so keine Ahnung. Bruder, was hab ich gesagt zu mir, Digga? Was hab ich gesagt? Ich kehr das!
Ja, boah, ist doch gut, mir. Ist doch gut. Dein, ist dein so Broski gut. Ist ein Player, Digga. Boah, du redest zu viel, ne? Ey, vertrau, ehrlich. Vertrau, vertrau, Digga. So ehrlich, wie Stephen aber Curry, vertrau. Einfach Baller. Baller for life, trust. Boah, ehrlich, du musst ein bisschen aufhören mit diesen Amerika-Filmen. Einer denkt, er lebt in Amerika. Kommt mal bitte jetzt hier, Slap-Truck. Yo, Bruder, wir machen jetzt so. Ja, guck mal, siehst natürlich wieder hinten, keine Ahnung, am Schimmeln. Ja, Digga, chill doch mal. Ja, mach mal schneller jetzt. Mach mal dein Maul jetzt. Chill, du kannst den Spaß jetzt. Ey, aber Katie, so stehst du eigentlich so auf Gangshit? Ja. Also du musst so verstehen, bei uns ist das so, eigentlich gibt's uns nur einen Doppelpack, weißt du? So man teilt so. Wir sehen ja auch in-game so gleich aus, weißt du? Keine Ahnung, deswegen, siehst du? Wir haben beide sogar Maske an, so. Keine Ahnung. Einer von vorne, Gangshit, einer von hinten. Scheiße, Mann. Er weiß, er checkt. Scheiße, Mann. Danach gibt's diese Crime-Szene, ich sag ehrlich. Sorry. Hast du gesehen? Ich hab schon gesehen, Digga. Bruder, ich glaube, also. Es geht mir viel zu schnell gerade, ich sag ehrlich. Ja, yeah, bisschen zu schnell. Bisschen zu viel. KD, du musst ein bisschen. Sei mal ehrlich, du bist schon so Amerikanerin, oder? Ich bin Russin. Russin? Wie kommt man auf KD? Das ist so. Das hört so. Das ist wie wenn ich jetzt sag so Shawty, weißt du? Das hört so clean an. Ich heiße nicht Katie eigentlich. Achso, wie heißt du dann? Spitzname. Ich heiße Caitlin. Caitlin? Ja, das hört sich noch mehr amerikanisch an. Das ist schottisch. Sag nicht dein. Warte mal. Ja, das ist doch dieses Land. Warte, das ist doch dieses Land, wo die diese ganzen Röcke und. Ja. Oh, Scheiße. Hat dein Vater schon mal Rock getragen? Ich weiß nicht, nein. Das war dieser Drip. Ich dachte schon, dass deine Mom so amerikanische Gangshit gemacht hat oder so. Dass ihr Name kam. Nein, nein. Gut zu wissen. Jetzt weiß ich, aber gell, eins musst du wissen, ich trage keinen Rock, gell? Ich lass du nicht. Würdest du für sie Rock tragen, sag ehrlich? Nein, nicht mal. Ich würde nicht mal Flasche. Oha. So ein Ding ist das. Nicht mal, wenn du Match verlierst auf TikTok-Livestream? Aber du Hundi-Umsatz gemacht hast? Boah, ich sag ehrlich, dann würde ich mir überlegen, gell? Hundi-Umsatz. Katie, so ein schönes Katie-Light-Dinner. Sag ehrlich. du weißt, diese Vibes, sag ehrlich, die Cat, ich glaub, die catcht gerade ein bisschen. Sie will, vielleicht ist sie noch so ein bisschen schüchtern. Sie dachte so ich, aber sie checkt noch nicht. Katie, checkst du? Bisschen zu viel reden hier. Zu viel reden? Ja, ja, schon. Ein bisschen zu viel Überforderung. Überforderung? Ja. Du machst zu viel, du überforderst sie einfach. Weißt du, sie ist so von dir geflasht. Dass sie einfach überfordert ist. Ich sag ehrlich. Bruder, dein Riss ist zu krass. Yo. Hallo? Wie heißt du? Ey, geh mal weg. Nein, schau. Geh mal weg jetzt. Wer kommt jetzt? Bro, unser anderer Bruder, er kommt jetzt hier rein. Bruder, lieg doch nicht. Lieg doch nicht, dass wir noch einen Bruder haben. Sorry. Bruder, jetzt ist die komplett verwirrt. Ja, Bruder. Ohne mich. Ja. Jetzt ist die komplett verwirrt. Wie heißt der andere? Wie heißt sie? Der andere. Wie heißt du? Sag ihr, komm, sie will von dir. Ich heiße Ali. A-L-I. A-L-I. Ali mit Spezialsoße. Oh shit. Ey, jetzt ich sogar verwirrt. Aber warte, sogar Verwirrung ist verwirrt. Keiner weiß jetzt, was hier überhaupt passiert. So von Zwillinge auf einmal zu Drillinge. Ja, wie heißt du schon? Was machst du? Tu mal diesen Ali 2.0 jetzt mal raus, sag dir mal, der soll gehen. Geh mal jetzt raus. Aber ey, ich will euer Date so hier in Fortnite gar nicht so crashen. So, ich wollte eigentlich nur Vermittler sein, so. Deswegen redet mal ihr beide jetzt weiter. Das war gerade ein bisschen Verwirrung. Aber sei mal ehrlich, wie es mir geht. Also mir geht's ganz gut so, seitdem ich mit dir rede, ich sag ehrlich. Okay, stark. Mir geht's schon ein bisschen besser, ich sag ehrlich. Ja, mir geht's auch viel besser. Echt? Sag mal ehrlich, da hab ich dich schon ein bisschen nice gemacht, oder? Ja, schon. Scheiße, Mann. Aber ich sag ehrlich, guck mal, auch wenn ich jetzt mit dir geredet hab und so, aber mein Netflix, ich würde nicht teilen, gell? Ich sag ehrlich. Ich hab eigentlich Netflix. Ach so. Ja, dann könnt ihr so zusammen Netflix und chill machen. Stimmt schon. Ohne Spaß. So.
Ich habe auch eine Spezialsoße. Meine heißt aber nicht Ali-Spezialsoße. Wie heißt deine? Bruder, das muss ich herausfinden, ich sag ehrlich. Okay. Ich glaube, das müssen wir, dafür müssen einen anderen Teil geben, ich sag dir ehrlich. Dann den Geschmack oder den Shit. Kennst du dieses eine Meme? Dings, dieser eine Mittelfinger an die Hamburger Polizei bei meinem Kollegen war Razzia. Gangshit. Gangshit. Ey, scheiße, Mann. Oh nein, Mann. KD, jetzt muss ich dich. Jetzt muss ich helfen. Jetzt, was für Karen, jetzt muss ich mein. Jetzt muss ich mein. Love zeigen. Guck mal, wie ich das jetzt mache. Okay. Mit links. Ich schau. Oh Mann. Ich hab zwei. Aber eigentlich war er das. Na, er hat die beiden. Schon. Eigentlich, ich war schon, gell? Ja, wie das war's. Deutsches, Mann. Das war er. KD. KD! Ey, aber eigentlich nur ich darf sie so nennen. Ja, okay, tut mir leid, Bro. Ich weiß, wir sind Brüder, aber so. Ja, aber Bruder. Bei einigen Sachen, guck mal, kann man schon teilen, so. Auch süß. Aber manchmal. Also sagst du so, ich darf dann schon so einmal dippen? Oder? Jo! Schon so. Sag ehrlich. Brüderlich natürlich. Oh mein Gott. Was scheißt denn du wie ein Mädchen? Oder das ist ein männlicher Schrei. Katie hat mir glaube ich schon gesehen. Ja. Aber sag. Ay, caramba, ey, Miguel! Nein, Digga, die schimmeln dort zu zweit. Let's go! Gib ihm! Gib ihm Kante! Siehst du das? Macher. Hast du das gesehen, Mann? Nein. Ey, das war alle, ich war überfordert, Bro. Sie hat mir zu. Was soll ich machen? Ja, ich weiß, Bro. Es ist so, wenn das ist wie bei Fußballspielen. Man strengt sich dann automatisch so viel mehr an und so, ne? Das ist ja aber Überanstrengung. Bruder, so hau mal jetzt noch so deinen größten Riss raus. Rede so noch ein bisschen mit ihr und so. Bruder, weil ihr kennt euch noch so gar nicht. Macht mal so ein bisschen so Smalltalk und so. Ja, stimmt schon. Ich muss eigentlich so mehr von dir wissen, so, keine Ahnung. Was weißt du denn noch nicht? Was willst du wissen? Keine Ahnung. Dein liebstes Geheimnis ist so auch süß. Ich hab schon mit dir ein bisschen geschrieben und so. Ja, schon. Also mein zweites Ich so auf den. Aber ich sag ehrlich, ich will noch ein bisschen mehr diese Connection zwischen uns, weißt du, ich meine? So. Sie ist ein bisschen schüchtern. Ich glaube, sie ist jetzt schüchtern. Ich check nicht, was sie sagt. Ja, du hast sie ein bisschen eingeschüchtert mit deiner Aura, Bro. Das ist Spaß, gut. Ich sag ehrlich, das ist heftig. Das ist wirklich schon heftig. Wir sind einfach Player, weißt du? Ja. Das sind unsere Fans. So. Ich sag ehrlich. Aber sag mal ehrlich, wenn du dein Bunda so von 1 bis 10 bewerten würdest, was für ein Scale würdest du geben? 7? Boah, das ist schon mad. Ich sag ehrlich. Mindestens eine 8 sollte schon ehrlich sein. Okay. 7,5. Da runden wir auf 8 auf. Aufgerundete Matheunterricht. Auf süß natürlich. Siehst du, wir sind sogar gebildet, weißt du? Ja. Also du fühlst schon, ich check schon. Mathe könnt ihr? Ja klar, kannst du Mathe? Ja, so weißt du, ich und du. Ah. Also diese 1 plus 1 ist 2. Ja. Ich merk schon, also die will so Nachhilfe geben mit diesen Brillen. Ach so, diese. Aber Bruder, dann ist bei uns 1 plus 1 eigentlich 3, weil keine Ahnung. Ja, schon. Dann ist ein Kind garantiert, Bruder, ich sag ehrlich. Echt? Digga, Bruder, Riss durchgespielt. Ich sag ehrlich. Das ist nicht mehr diese Mathe, das ist diese Mathe Riss, verstehst du? Ja. Warum sagst du ja? Aber sei mal ehrlich, kannst du überhaupt kochen so? Ne, ich kann sehr gut kochen. Was kannst du kochen? Ja, ich kann alles kochen. Ja, alles ist nicht. Gib uns Beispiele. Drin. Ja. Also Pasta sehr gut auf jeden Fall. Ja, Pasta konnte ich schon mit 10. Das ist ohne Spaß. Ah, ja, konnte ich mit 8. Ich kann es besonders. Hat unsere Mom schon gemacht. Wie besonders? Was mache ich besonders? Was machst du denn so besonders? Was ist an deiner Pasta so besonders? Das findet man heraus, wenn man bei mir zum Essen ist. Achso, wieso schmeckt bei dir Essen besser als bei anderen? Ja. Wieso sollte man bei dir essen? Weil ich süß bin. Oh, scheiße, Mann. Aber dann schmeckt das Essen ja nicht mehr.
Also für einen Tee wäre okay so. Alter, hast du gehört? Ey, yo, hast du gehört, Bro? Hast du gehört? Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, aber ich schmecke. Oh shit, man. Aber oh, ich muss mich selber überzeugen lassen, weil du hast gesagt, dein S so 7 von 5, so, also 7,5. Aber 8, es gibt, so. Schau mal, es gibt ja noch andere Sachen, die zählen, ja. So, weißt du? Ja, stimmt, innere Werte und so. Ja, ja Bro, ich meinte eigentlich das andere das so. Ja, Bro, ich meinte so Oberweite. Ach so. Ja. Aber ich glaube, bei ihr ist das so eine 2 von 10. Aber dafür, ich hoffe, so wie sie so geteasert hat, dass sie gut schmeckt. Sag ehrlich. Schon. Oh, scheiße, Mann. Komm, Flashback so. Damals immer UFO gehört. Bro, das war heftig. Ah, du meinst, diese alten Zeiten mit Phoebe Zeiten. Und so. Katie, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Echt? Was meine ich denn? Weiß ich nicht. Echt nicht? Nee, ja. Kennst du das nicht? Ich will deine Vagina. Von UFO, ach so. Den Song. Ja, doch. Oh, ich sag mit ehrlich. Phoebe. Ah, süß. Aber würden wir uns zusammen dieses Lied geben? Würdest du? Safe. Würdest du es auch fühlen mit ihm? Ja, so Late Night Walk und dann. Ah, so nach Netflix, ich check schon. Oder ja, während Netflix und chill. Da kommt diese, ich check schon, diese Anzeige. Aber was hältst du von dieser Anzeige mit, sind sie noch da so auf Netflix? Oh, auch sehr krass, kommt gut. Kommt gefährlich. Ja, kommt gut. Glaubt ihr, diese Anzeige dick, würde oder? So bei euch kommen? Safe, hä? Safe. Darf ich dippen? Ey, scheiße, Mann. Ey, ich sag ehrlich, mit meinem Zwillingsbruder, ich fühle mich zu confident, ich sag ehrlich. Ich weiß ja nicht, was rausgekommen ist oder so, aber ja. Merk schon. Ey, gib mir diese Energie, weißt du? Deswegen. Scheiße, Mann. Oh, ich liebe dich. Er sagt, darf ich denn? Du Gottloser. Oder halt, so wie kennst du nicht mehr, Bro. Bro, bei Chicken Nuggets und so, ja. Chicken Nuggets. Süß Sauersoße. Oh Mann. Bruder, scheiße. Ich meine natürlich den Meme, so weißt du, checkst, okay. Mm. Nicht, dass du falsch schon mir denkst. Meme, nein, so, weißt du. Gut. Na, aber so. Katie. Ah, geht auch. Katie, ja. Was sagst denn du? Würdest du so gerne mit Ali noch eine Runde zocken? Ich glaube heute nicht mehr, weil. Okay. Aber dann machen wir morgen, oder? Machen wir morgen. Morgen kommt klar. Boah, Bruder, ja, okay, perfekt. Ja, wie viel Uhr war denn? Boah, spontan, oder? Wir richten uns nach ihr. Ja, egal. Leute, das war eines der lustigsten Videos mit Ali. Ist jetzt auf dem Zweitkanal noch ein Video online gekommen. Falls ihr morgen hier die Fortsetzung sehen wollt, Abo und Like nicht vergessen. Gönnt euch unbedingt auf dem Zweitkanal hier das neue Video mit Ali. Danke für den ganzen Support, ihr seid die Besten. Und ganz wichtig, Creator Code Hour, wenn ihr mit mir zocken wollt. Und tschüss.